Wahrscheinlich kann ich mit dem Ding fäden und sie rechnet mir das als Kilometer an. Holy fuck. Bitte warten. Ist ein Prozessor drin? FU World. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns nicht das teuerste Smartphone an, sondern wir schauen uns heute mal das billigste Smartphone an. Ich habe auf Amazon geguckt und habe geguckt, was kriege ich für billig Geld. Und das billigste, was ich im Bunde gefunden habe, war für 60 Euro das hier. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Elephone, oder so ausgesprochen, oder nee, Ulefone, Note 8P. So sieht das aus. Auf den ersten Blick sieht es ja gar nicht mal schlecht aus, ne? Ja. Überall Olifonen draufstehen. In Orange und Ching Chong Chung. Ist wahrscheinlich so die erste. Ja. Die erste. Wie nennen wir es denn mal? Hinweis darauf, was uns hier für Scheiße erwartet. Naja, was soll's. Gut, auf der Rückseite haben wir EEA. Oh, Waterdrop Screen, hä? Heißt das jetzt, das Wasser geschützt oder dass man mit einem Wassertropfen den Screen benutzen kann? Dual-Ray Camera. Zwei Kameras hier, aber warum sieht das aus wie Ventilatoren? Ein MT6 Quad-Core. Spoiler jetzt schon, das Ding ist nicht so geil. Leider. Aber gut, was soll man machen, ne? Ja, und ansonsten, was haben wir noch so hier? 2700 mAh Akku. In der heutigen Zeit nicht viel, ne? Nicht wirklich, aber gut. Was haben wir noch hier? Face Unlock. Und Android 10. Das ist das Geile, es ist Android 10 drauf. Ich bin gespannt drauf. Schauen wir mal rein. Aber einen Moment. Oh, hier haben wir schon einen kleinen Touchen. Aber wir schauen mal rein. Oh, uns fällt jetzt schon auf, dass die Verpackung zu üblichen Smartphones sehr billig ist. Aber wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja ein Handy, was 70 Euro kostet. Da kann man, glaube ich, nicht viel erwarten. Kriege ich das auf, oder? Oh. Wie? Ach so. Lol. Das ist ja schlimmer als beim China-Zeug. Okay, wir haben jede Menge Zeug hier drin. Das erste, was uns entgegenkommt, ist eine Schutzhülle, würde ich sagen. Holy fuck, wer hat die denn eingepackt? Alles klar, also da. Oh, was wir schaffen. Das da rein. Okay. Billigstes vom Billigen. Eine Screen Protector in Blau. Natürlich wird der wahrscheinlich noch sein. SIM-Karten-Adapter, okay. Ein Quick Guide. Englisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, USA. Wow, Japanisch. Aber wenn wir auch Deutsch, Deutsch. Anzeige, Ohrmuscheln. Mounter Le Volume. Wir sind auf jeden Fall Basier de Volume. Power on off. Genau. Ist auf Mikrofon. Mikrofon. Und da. Es ist echt. Sehr gutes Deutsch. Kopfhöreranschluss. Ziel die Abdeckung. Ach du Scheiße, ich glaube, ich brauche mir die Fingernägel, wenn ich das machen würde. Aber Hauptsache keine Wörter wie Kerbe. Okay, gut. Das können wir auch ignorieren. Das ist Müll. Ein USB-Normalkabel. Wow. Was haben wir noch hier Schönes drin? Ein Netzstecker. Und das war's. Sonst haben wir nur noch das Smartphone hier drin. Oh, ich hätte alles rausziehen können. Egal. So, das Smartphone. So. Hier räumen wir mal zur Seite den Crack. Als würde man eine Wurst rauspressen. So, da ist das Ulefone
in Orange. Ja, mit einem orangen Verlauf. Optisch sieht schön aus, aber man hört schon Plasticky. Und das ist von vorne. Puh, also, nein, ich habe hier ein Pixel 4 liegen mit einer Rhino-Stithülle, habe ich das, ne? Und das fühlt sich nicht so klobig an wie das hier. Das fühlt sich irgendwie doch so gesamtschmeidig an, das ist einfach nur. Gut, zwei Linsen haben wir hier. Also, wir haben hier ein zwei Kamerakonstrukt, einmal mit 8 Megapixel und 2 Megapixel. Und vorne haben wir 5 Megapixel. Oh, da steht das sogar. Cool, wir haben Face Unlock. Wir haben sogar hier angeblich scheinbar Wisch-Animation später, dass das Xiaomi nicht mal konnte. Ja. Aber wir haben einen unglaublichen unglaubliche Displayauflösung von nicht mal HD. Ja, schauen wir mal, ne? So, ansonsten, so, wir sehen das Display. Es ist riesig. Und es sieht komisch aus. Und es hat schon noch eine Schutzfolie schon drauf, scheinbar. Huh? So, lauter, leise. Powerknopf, der geraut ist. So, fühlt sich gut an. Ja, Plastik, Mono-Lautsprecher, Mikrofon, altes USB. Um nichts und Kopfhöreranschluss. Hey. Okay, machen wir den Ficker einfach mal an. Ohne Phone. Ach du Scheiße, es ist viel zu hell. Uiuiui. 3 days later. Passiert da auch noch was? Ist ein Prozessor drin? Oh, ich wollte gerade meinen Google runterfahren, hochfahren. Englisch? Nee, wir wollen Deutsch. Deutschland starten. Habt ihr das schon gehört? Das klang nicht gut. Ja, du kannst mal wegen meinem Standort verwenden und so, ist mir doch egal. Akzeptieren. Boah, ist das Ding langweilig. Bitte warten. Ja, ich kann wie gesagt immer noch nichts an der Helligkeit machen, es tut mir leid. Während wir warten, können wir ja dieses tolle Case dran machen. Gucken, ob es passt. Es passt. Und sieht noch beschissen aus. Systemaktualisierung. Ja. Ja, aktualisieren weiter. Sind wir jetzt im Telefon drin? Ja, wir sind drin. Mit nicht richtigen Datum, aber egal. Wow, es ist jetzt schon ruckelig. Okay, ich mach mal die Helligkeit runter, damit ihr auch was sehen könnt. So, und wenn wir uns das Display im genaueren angucken, fällt uns auf, es ist unscharf. Beziehungsweise es ist noch ausreichend scharf in der Regel. Aber wenn man jetzt mal so ein... Na? Seht ihr was? Das eine wirkt unscharf, das andere ist scharf, ne? Ja, und das ist nur ein Google Pixel. Was kriege ich denn die ganze Zeit für Benachrichtigung? Google Play Protection ist aktiviert. Ja, schön für dich. Suchmaschine interessiert mich nicht. Ich will das weg haben. Ich will keine Einrichtung haben. Haben wir hier irgendwas drauf? Nicht viel, aber das ruckelt schon so ein bisschen. Uff, okay. Kamera. Gucken wir nochmal direkt die Kamera. Wow. Holy fuck. Junge, was ist das denn für eine Kamera-App? Ich dachte, ich bin bei Android 10. Bildergröße. Ja, 4:3 geht das Maximum. 8 Megapixel. Soundschalter, nein. Wasserzeichen, nein. ISO automatisch. Bis 1600 geht's. Lautstärke, Capture, Guidelines. Okay. Das ist das Schöne. Es geht echt so. Das kommt aus Xiaomi nicht. Ich kann einfach hochwischen und hab dann. Hä? Das ist meine Kamera. Okay, dann nicht. Okay, Kamera. Mach mal ein Bild von meinen Blümchen hier. Ja, und dann gucken wir uns das direkt mal auf dem Bildschirm an und wir sehen, es ist total. Was ist das? Jetzt als Beispiel mein Google Pixel. Ich nehme jetzt wahrscheinlich ein iPhone oder so, ja. So,
Gleiche Bildqualität. So, und wir gucken uns die Blume an. Seht ihr den Unterschied? Seht ihr ihn? Also, nein. Wir können hier mal ein Bild mit der Frontkamera machen. Wie wechsle ich die Frontkamera da? Da seht ihr uns. Hallo. Ich mache mal ein Foto. Und auch hier. Ich bin sehr zurselig heute. Ich wollte das Video im Bild mal angucken. Sehr rauschig. Es ist einigermaßen scharf getroffen. Warum komme ich direkt wieder zurück zur Kamera, Mann? Ich will mir das Bild angucken. What the fuck, Spiel, sage ich schon. Okay, Video. Was haben wir denn im Videomodus? Holy shit. VGA ist das Beste, was geht. Okay, und wenn wir einen anderen Kameramodus nehmen, was haben wir dann? Videobild. HD! Puh! Geil! Dann machen wir mal ein Video von den Blümchen. Oh, sind das tolle Blümchen. Das ruckelt überhaupt nicht hier beim Rumgehen. Ach du Scheiße, schauen wir uns das mal an. Holy fuck. Ja, ich will's löschen. Ich will's alles löschen. Bitte lösch alles. Gallery go, ja, ja. Ach du meine Güte. Und das Schlimme ist, ich werde mir die Mühe nicht machen. Ja, dann nimm mal Bilder auf. Aber es funktioniert wenigstens. SOS. Okay. Schön, dass der Rahmen hier so ein bisschen leuchtet. Oh. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ich werde mir jetzt hier kein Spiel runterladen. Also der Bildschirmhintergrund ist wirklich ideal gewählt. Er versteckt wirklich viel von dieser Niedrigauflösung. Wenn man sich aber die Logos anguckt und so weiter, dann ist es wieder vorbei. Ja, Spiele werde ich jetzt nicht runterladen, mich da irgendwie anmelden oder so. Ich habe genug Reviews dazu gesehen und gelesen. Es läuft hier drauf kein aktuelles Android-Game. Das müssen wir jetzt mal schaffen. Der Prozessor ist so langsam kacke, dass man die Sachen teilweise nicht mal installieren kann. Wenn man sie installieren kann, starten sie nicht, beziehungsweise die App stürzen ab. OKW-Radio, funktioniert das? Kopfhörer, ja, natürlich. Waren da Kopfhörer? Es waren gar keine Kopfhörer bei. Ihr Ficker, ihr habt mich verarscht, da sind gar keine Kopfhörer bei. Uhr, was haben wir denn bei Uhr? Aha. Wecker, einfach schon so gestellt. Boah, in einer Woche stehe ich um 8:30 auf und am Wochenende um 9. Krasser Shit. Hä? Achso, das ist der Timer. Start. Start. Runde geschafft. Noch eine Runde geschafft. Stopp. Wow. Ja. Will ich großartig zum Telefon zeigen. Die Bildqualität von dem Display ist bescheiden. Ganz bescheiden. The Quality Plasticky pur. Selbst das Display ist Plastik, das ist nicht mal das Glas. Ja. Kamera ist ultra shit. Wäre das eine, ist das eine günstige, sinnvolle Alternative? Nein. Warum nicht? Ganz einfach, das hier ist einfach nur eine Ressourcenverschwendung. Hier wird einfach alte Technik, statt die, dass sie recycelt wird, einfach hier alte Technik für billig rausgehauen. Dann sind so Ulefone und wer alles sowas kauft, da kaufen sich das ein und bauen sich irgendwelche, werkeln sich irgendwelche Schrott-Handys zusammen, die nicht mal richtig funktionieren. Man könnte es zum Telefonieren irgendwie vielleicht ein bisschen zum Surfen nutzen, aber mehr auch nicht. Nein, danke, ich will mich nicht anmelden. So, guck mal, ich will jetzt hier angeben. Guck mal. Wie lange das dauert. Und es ruckelt einfach. Jede App ruckelt. So, machen wir nochmal. Oh, jetzt ging es schneller. Aber sobald irgendwie. Also, Multitasking ist hier nicht möglich. So, wie viel haben wir denn? 2 GB. Und das ist nix. In der heutigen Zeit, dafür, dass hier Android 10 drauf läuft, ist das echt nix. Wie komme ich denn auf. Da.
Wollen wir mal wissen, was werkelt denn jetzt wirklich hier drin? System. Nee, hier ist nix. Hier war das Telefon. Blabliblub, sind wir finden wir das Android, Android-Version 10 angeblich. Sicherheitsupdate vom 5. April 2020, sogar noch relativ aktuell. Ja, da muss man schon zumindest mal sagen, Props dafür. Es ist scheinbar kein Fake-Android, sondern richtiges Android hier drauf. Aber ich würde trotzdem meine Daten hier nicht eingeben. Wie gesagt, gibt lieber 100 Euro mehr aus. Da kriegt ihr schon Huawei-Lite-Geräte und sonst was für Hersteller für. Und die können wenigstens was. Und das sind etablierte Anbieter, wo man nicht direkt Angst haben muss, hier wird irgendwas geklaut oder so. Von daher ist das hier einfach nur Schrott. Was machen wir mit so einem Schrott? Zurückschicken. Nee. Nicht kaufen. Kauf das nicht mehr. Auch diese Display-Ränder. Guck mal hier, warum ist dieser Rand so dick? Asymmetrisch bin ich ja hier schon vom Google gewöhnt, weil unten ist kein Rand, oder so gut wie kein Rand, oben ist halt die Notch, beziehungsweise kein Notch, sondern wirklich schon eine Leiste. Aber das ist ja hier eine Abnormalheit. Achso, ich dachte gerade, hier wäre schon ein Riss drin im Display. Da ist aber nur der Schutz. Okay. Ja, was mache ich mit diesem Ding? Gar nichts. Ach, wir könnten sie nur aufmachen, ne? Stand ja irgendwas drin, dass man es aufmachen kann, oder? Ihr müsst auch mal Akku. Wir haben jetzt schon nichts gemacht und haben schon ordentlich Akku verballert. Warum auch immer. Ich will das hier raus haben. Holy fuck, ey. Alter. Guckt euch das an. Ich will das scheiß Plastik ab, hier den Gummi abziehen. Ich ziehe die Rückseite ab. Guckt euch das an. What the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Holy fuck. Sollte man das abziehen können? Hm. Anscheinend ja. Holy fuck. So. Das kann man schon seit Ewigkeit nicht mehr bei einem Gerät, aber es geht. Fühlt sich direkt schlanker an. Aber holy fuck. Ich glaube, ich mache die Linsen damit, die Kamera kaputt damit. Oh, hier ist der Akku drin. Von Elephone. Sieht nämlich sehr stabil aus. Der Mono-Lautsprecher. SIM-Karte, SD-Karte, ein Slot. Ja. Ja, Plastik, sag ich ja. Tja, wer was braucht, kann das ja nehmen, aber wie gesagt, vernünftige Bilder kriegt man dafür nicht, kriegt man nicht hin, wie vernünftige Videos kriegt man dafür nicht hin. Das sind echt so Specs von, ja, da kann mein Samsung 6, S6 mehr. Das ist so, ja, 2012 Niveau vielleicht oder noch älter. Stimmt, ne? Ja, uff. Wie gesagt, kauft euch solche Telefone nicht, sie sind Schrott. Sie sind einfach nur Kacke. Sie bringen nichts, sie können nichts. Da gibt ihr wirklich über ein bisschen mehr Geld aus und habt dann wenigstens ein Handy, was nicht allzu gut ist, aber wenigstens, womit ihr was machen könnt. Ja. Was soll ich da großartig noch zu sagen? Bin ich enttäuscht, ja. Habe ich für 70 Euro erwartet, beziehungsweise für 60 Euro. Das Ding kostet mal 70 Euro, wenn ich das für Erinnerung habe. Nein, habe ich eigentlich nicht, aber ich wurde trotzdem noch immer enttäuscht. Und ich war schon überrascht, dass es wirklich so ein Bildformat hat, schon aktuell ist. Aber wenn man bedenkt, was alles so in China darum geschippt wird, na gut, das kostet dann mindestens 100 Euro, also deutlich mehr als das hier. Und es fühlt sich auch irgendwie so wachsig an, sage ich mal. Ja, was da in China so verschickt wird als Fake-Handys, die können inzwischen eigentlich schon mehr als das hier. Was traurig ist, aber da läuft wahrscheinlich auch gefakte Software drauf. Von daher, hier habt ihr vielleicht noch was Legites. Ich weiß es nicht, ob das wirklich legit ist. Deswegen werde ich meine Daten nicht drauf eingeben oder meine SIM-Karte oder sonst was da reinstecken. Aber ja, ich finde es nicht geil. Nee, ich fühle mich schmutzig, ich fühle mich benutzt. Ich werde erstmal jetzt 5 Tage an meinem Smartphone, an meinem iPhone hängen müssen, um mich wieder gut zu fühlen. Uff, ja. Irgendein positives Feedback? Nein, habe ich nicht. Also wirklich ein Smartphone, das man nicht gebrauchen kann.
Kauft euch so ein Scheiß nicht. Gut, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das wird nämlich noch schlimmer, denn da werden wir noch eine billige China-Smartwatch testen. Oh yeah. Yamai Smartwatch-Ding an. Steht irgendwas drauf? Yamai Bluetooth S Android Smartphone. New. Ich dachte, ich habe eine Watch bestellt und kein Smartphone. Ich finde das Design aber von der Box eigentlich ganz schick. Schauen wir mal rein. Oh. Eine Mini-Display-Schutz für eine Smartwatch. Cool. Oh, eine Bedienungsleitung für eine Smartwatch. Gar keinen Bock drauf. So, dumme Frage, passt mir diese Uhr überhaupt? Oder kriege ich davon Instant-Krebs? Boah, ist die steif. Das ist eine Apple Watch, wie ihr verseht. Mit Rhino-Schüttel und die ist wesentlich flexibler. Holy fuck. Nupsi oder was? Boah. Fuck. Also, sie passt mir wirklich. Oh yeah. Look at this Apple Watch. Hm. Aber trotzdem kleineres Display als bei der Apple Watch. Was haben wir noch so hier drin? Ein Ladekabel, Plastic Key und das war's. Ja, ich wollte diese tolle Uhr testen. Wie will die meinen Herzschlag messen? Kann sie gar nicht. Die hat gar nichts hinten, die hat keine Sensoren hinten. Wahrscheinlich kann ich mit dem Ding fabben und sie rechnet mir das als Kilometer an. Also es ist eine Smartwatch, die nicht mal das Herzschlag messen kann. Was ist das denn für ein Buller-Beschiss? Und ich habe folgendes Problem. Ich kann diese scheiß Uhr nicht laden. Sie will einfach nicht laden. Ich stecke sie an, es passiert nichts. Ich warte, ich kann sie nicht einschalten. Diese Uhr hat mich, glaube ich, auch 20, 30 Euro gekostet. Und sie kann nicht mal... sie kann nicht mal fucking den Herzschlag messen. Gar nichts kann diese Uhr. Ja, und deswegen will ich mich mit dieser Uhr auch nicht weiter beschäftigen. Wenn man das schon hier hat, dieses Plastik-Scheiß in der Packung, weiß man, es ist kacke. Das hier, diese Uhr, die kostet das 20-fache. Hier, die kostet mindestens 400 Euro oder mehr. 500 Euro, glaube ich sogar. Ich weiß gerade nicht, was ich dafür bezahlt habe. Es war auf jeden Fall teures Geld und deutlich mehr als das hier. Und man weiß auch, ich weiß auch inzwischen, wenn ich sowas sehe, warum ich so viel Geld für mein Apple-Zeug ausgebe. Auch hier, ich wollte eigentlich das mit dem Ulefoden hier machen, das verbinden, was ihr aus dem letzten Video kennt. Das hier ist auch totaler Scheiß. Kostet 70 Euro, aber hier, da, ein Google-Handy, das kostet nur 430 Euro oder noch weniger, je nachdem, wo ihr es kauft. Da habt ihr schon mehr für. Oder ihr kauft euch einfach so ein Leitgerät von Huawei, Samsung oder sonst wie für 200 Euro, 250 Euro und habt deutlich was Besseres als so ein Schrott oder so ein Schrott. Bitte, kauft so ein China-Scheiß nicht. Das ist unglaublich. Ich will einfach alles hier... Einfach nur weghauen. Ich habe heute 4 Videos gemacht. Einmal das Kamera-Video, einmal das Soundcore-Video und zu diesen beiden Sachen jeweils ein Video. Und der Tag fing so gut an mit den ersten 2 Sachen eigentlich. Und dann wurde ich damit einfach nur zerstört. Boah, ich fühle mich schmutzig, ich fühle mich missbraucht. Und der hier...